Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zu dieser leider sehr speziellen Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 25. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe der TSG Hoffenheim. Aber ihr seht natürlich direkt, heute stehen hier ganz andere Dinge im Vordergrund und eine ganze Stadt ist auf den Beinen und das erfüllt uns mit so unglaublichem Stolz. Heute am Rosenmontag, dem höchsten kölschen Feiertag, steht Köln auf und zeigt Flagge für das Volk der Ukraine. Und da sind wir natürlich live und mittendrin dabei. Und deswegen die PK heute hier vom Rudolfplatz. Ja, man kann an so einem Tag nicht so tun, als wäre nichts passiert. Als würde man einfach über Fußball reden können und der ganze Rest ist nicht da. Ich glaube, es ist genau umgekehrt. Der Fußball wird so ein Stück weit unwichtig, auch wenn wir natürlich mit vollem Herzen immer dabei sind. Aber das hier ist jetzt einfach wichtiger und wahnsinnig beeindruckend. Ja, und mit vollem Herzen dabei und total beeindruckend ist in der Tat das, was diese Bevölkerung in der Ukraine in den letzten Tagen geleistet hat. Sie hat fürchterliche Dinge erleiden müssen und tut das auch weiterhin. Und die Dinge überschlagen sich. Und für uns ist es wirklich eine so große Selbstverständlichkeit, dass wir uns zu 1000% mit diesen Menschen solidarisieren und hier Flagge zeigen und Fußball tritt in den Hintergrund. Und trotzdem reden wir, glaube ich, ein bisschen drüber, über unsere Fahrt nach Fürth, von der wir ja relativ spät am Samstag zurückgekommen sind. Genau, ja. Thomas, da haben wir auch tolle Momente erlebt und tolle Zusammentreffen, so wie hier auch. Genau. Und ich finde, man muss jetzt an der Stelle, lass uns gar nicht über das Spiel selber reden, sondern tatsächlich über sowas wie fußballerische Völkerverständigung. Ja. Ne? Also wir haben eine unfassbare Gastfreundschaft erlebt in Fürth. Wirklich unfassbar. Ja. Fängt an mit dem Brauhaus Grüner, ja, wo wir wirklich mit offenen Armen empfangen wurden. Also ich denke, alle FC-Fans. Ne? Ja. Der Chef persönlich hat uns am Ende noch ein paar Schnäpse ausgegeben. Also sowas Großartiges habe ich wirklich ganz, ganz selten erlebt. Wirklich toll war das. Ein paar Schnäpse, der hat uns tatsächlich ein Tablett mit Gläsern gegeben und eine ganze Flasche auf den Tisch gestellt. Ne? Ja. Wir waren allerdings auch eine große Truppe, die da zum Schluss noch am Start war, also keine Sorge. Das war im Übrigen nicht der einzige alkoholische Coup an diesem Tag, denn wir haben tatsächlich zum ersten Mal im Leben es geschafft, dass wir ein Fässchen ins Stadion reingeschmuggelt haben. Und um genau zu sein, waren es sogar zwei. Und das waren zwei Gastgeschenke an unsere Fürther Freunde. Ja, und zwar Klaus Kriesch, das ist ein wahnsinniger Allesfahrer. Ich weiß gar nicht, was der für einen Rekord gerissen hat mit aneinander irgendwie 400 irgendwas Spiele ohne Unterbrechung gesehen von Greuther Fürth. Also absoluter Wahnsinn. Und der zweite war ein Prominenter, ne? Ja. Nämlich? Volker Heißmann, Vizepräsident von Greuther Fürth, ein Comedian. Und quasi so die Caroline Kebekus von Fürth. Ja, und Milli Milovic hätte ich beinahe gesagt. Willi Milovic in einem. Genau. Milivoje Milovic. Na gut, also den haben wir ja schon kennengelernt vor ein paar Jahren in der zweiten Liga, als wir Greuther Fürth auch die Chance gegeben haben, damals als Zweitligist sich in unserer PK so ein bisschen zu präsentieren. Und daraus ist eine richtige Fanfreundschaft entstanden. Und diese Kontakte, die pflegen wir wirklich sehr, sehr gerne und immer wieder. Ja, und wir sind wirklich, es waren schöne Gespräche, muss ich sagen, total angenehm und passt einfach generell zu dieser Gastfreundschaft, die wir erlebt haben. Und deswegen genau an so einem Tag wie heute wollen wir über die Menschen reden, die den Fußball ausmachen und über friedliches Zusammenleben. Das ist der Punkt heute, nichts anderes. Und deswegen, wenn wir jetzt mal auf das Spiel, was vor uns steht, kommen, ja, würde ich sagen, über Hoffenheim haben wir nichts Gutes zu sagen, also halten wir besser den Mund, oder? Nee, über Hoffenheim müssen wir wirklich nicht reden. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz dann doch noch mal in Fürth bleiben. Diese Auswärtsfahrt, die war, was die ganze Fankultur, die Treffen anbelangt, die war sowas von wunderschön und für uns viel wichtiger als das zwar ärgerliche Unentschieden, das dann auch noch gefallen ist. Wir haben das auch irgendwo geschrieben. Und jetzt gegen Hoffenheim, und damit sind wir bei diesem Gegner, wird unsere Mannschaft wieder alles geben. Davon sind wir felsenfest überzeugt und freuen uns auf das Spiel. In der großen Hoffnung, dass bis Samstag nicht noch Dinge passieren, die dann wirklich alles unwichtig werden lassen. Und deswegen ist es so wichtig, dass das, was wir hier sehen, dass das stattfindet. Und Thomas,
verstehe. Du bist beim Motto, ne? Ja. Ne? Ihr okay. werdet es gemerkt haben, ne? Wir haben kein Motto für euch heute und das liegt genau daran. Ne? Es passiert jeden Tag was Neues und wir haben keine Lust, irgendein Fußballmotto rauszuhauen, was am Ende des Tages dann läppsch ist. Ihr werdet das Foto am, das Motto am Spieltag erfahren. Ja. Bis dahin haben wir uns was ausgedacht, was dann auch wirklich passt. So schön hier gerade. Das Trömmelchen. Also wer kann denn solche Botschaften senden in die Welt, wenn nicht wir Kölsche? Mit diesen Liedern, mit dieser Stimmung am Rosenmontag, das Trömmelchen und trotzdem der Ernst, der dahinter steht. Und das ist einfach, da geht einem das Herz auf, wenn man diese Bilder hier sieht. Ist so. Ich kann nichts hinzufügen. Leute, was fehlt, sind noch die... Pass auf. Darauf müssen wir anstoßen. Genau. Zwei Kölsch. Auf drei Punkte und auf das wunderbare ukrainische Volk, auf unsere Veranstaltung hier heute. Was bleibt da noch? Prösterchen. Prost, Leute. Ah, ist halt schön. Toll. So, da mischen wir uns jetzt noch ein bisschen drunter. Genau. Und wir hoffen das Beste. Alles Gute, Leute. Bis Samstag.